Hallo, ich bin wieder Oliver3911 und wir sind jetzt hier dabei, diesen zweiten Riegel zu entriegeln bei Tomb Raider Underworld. Wir sind im Level Mittelmeer, soweit ich das richtig im Kopf habe. Wir müssen jetzt Kraken töten. Also wir machen jetzt Krakensalat. Lecker. Wir gucken wieder, wir entriegeln das hier. Das Rad fängt sich an zu drehen, aber das ist nicht so der Hit, weil es nämlich blockiert ist. Also ziehen wir es ein Stück raus. Okay. Ich glaube nicht, dass es das schon war, oder? Das war's schon? Cool. Das war ein einfaches Rätsel. Okay, und damit ist jetzt dieser Kronleuchter-Zackenteil über dem Kraken entriegelt. Das finde ich schön. Wieso zum Teufel ging das so einfach? Ist ja auch egal. So, und jetzt, in diesem Part töten wir den Kraken. Wir töten den Kraken. Kraken töten finde ich immer gut. Ich stehe auf Krakensalat. So was gibt's aber nicht, ne? Krakensalat. Das wäre aber gut, wenn es Krakensalat geben würde. Ich meine, es gibt einen Haufen Meeresfrüchte-Salate. Also kann es auch Krakensalat geben. Nein! Och, knappe Scheiße. Knappe Scheiße. Okay, jetzt mussten wir, glaube ich, hier erstmal den Schalter betätigen. So, das bewegt sich schon ein wenig, das ist gut. Aber es geht nach oben. Es ging nach oben. Dann mussten wir bloß noch die Halteseile durchschießen. Aber das sieht gut aus, also inszeniert ist es wirklich gut. Drücken Sie R, um genauer zu zielen. Okay, gut, dann drücken wir jetzt R, um genauer zu zielen. Bom! Bom! Rabu! So. Da war es nur noch ein Hakenteil und der Kraken geht flöten oder sterben oder zu seiner Mutter. Und bom! Auf Wiedersehen, Mr. Kraken. Ich liebe es. Kraken zu töten. Ja, Krak ist tot. So, und jetzt ist die Tür endlich frei. Das war ja eigentlich unser mehr oder weniger Ziel. So, und jetzt können wir uns hier runterhangeln, ne? Richtig, genau. Jetzt können wir uns hier runterhangeln. Das ist auch ein schönes Feature, was sie eingebaut haben. Kommt aber meines Erachtens ein bisschen zu wenig drin vor. Sehe ich schon wieder nichts. Ja, besser. Ah, eine Dings. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh Gott, Schalter. Juhu. Sehr schick. Und da ist er, der tote Kraken. So ein bisschen erkennt man das vielleicht, aber ist ja geil. So, wir gehen weiter rein. Mich dünkt, hier könnte gleich wieder eine Zwischensequenz kommen. Mich dünkt aber auch, dass diese Zwischensequenz ziemlich... Oh, scheiße, bodenlos. Ah, jetzt kommen wir wieder zu einem neuen Feature, auch eingeführt, Free Climbing. Free Climbing ist eigentlich übertrieben, also ich meine... Klar, sie klettert an solchen Teilen rum und an sich. Ich meine, man klettert hier auch an freigegebene Positionen. Aber es sieht gut aus. Ich meine, die Beinführung und sowas sieht schon ganz gut aus. Also das ist schon schön gemacht. Wie gesagt, mit Motion Capturing ist das gemacht. Das heißt also, ein Schauspieler kriegt solche komischen Punkte auf dem Körper und wird dann abgefilmt. Das wird dann ins Spiel implementiert. Ich hoffe, das war das richtige Wort. Ich hoffe es wirklich. So, und jetzt hier noch ein neues Feature. Mann, wir sind den Level aber wirklich featurig. Also, wir können jetzt balancieren. Ja, toll. Wuhu. Lava freut sich wie blöde. Ich weiß nicht, ob das mit der Tastatur einfacher geht, aber mit dem Stick ist das so ein bisschen friemelig. Und wurm, durchsendbar. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch knapp einen halben Part. Genau, und jetzt... Nein, jetzt müssen wir erstmal das Rätsel lösen und dann kommt die Zwischensequenz. Oder sowas. Nein, jetzt kommt erstmal doch eine Zwischensequenz. Thor, der nordische Gott des Donners. Was in aller Welt treibst du denn hier unten in Niflheim? In der Edda steht, dass Thor spezielle Eisenhandschuhe brauchte, um seinen mächtigen Hammer Mjölnir zu schwingen.
Kann das sein? Tja, das nordische Äquivalent, Tagebucheintrag freigeschaltet. Das gucken wir uns nochmal kurz an. Hat nämlich jetzt auch ein Tagebuch. Also da kann man nochmal alles ein bisschen nachgucken. Kraken sind in der Mythologie durchaus riesige Durchwegs. Ach, ich scheiß geil. So, jeder, der sich mal durchlesen will, drückt auf Pause und liest. Auf Pause drücken und lesen. Pause drücken und lesen. Und auf Pause drücken und lesen. Gut. Ich bin natürlich nämlich jetzt voll. Gut, wir haben jetzt hier wieder zwei Schalter und müssen wieder was draufstellen. Ja. Sobald ich die... Oh, noch mehr was zum kaputt machen. Alter, wieso zum Teufel kommt hier kein Artefakt? Das ist doch doof. Entweder vielleicht, weil ich so ein Safe-Game hatte, dass er deswegen jetzt gesagt hat, die Dinger gibt's nicht. Oder ich muss mal die gesamten alten Safe-Games knall ich raus. Die werde ich nachher gleich mal rausknallen und dann werden wir mal weitersehen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich einfach neues Spiel angefangen habe und das Safe-Game das alte übernommen habe. Das könnte durchaus sein, dass ich deswegen jetzt keine Artefakte finde, weil ich die alle schon mal gefunden habe. Also werde ich nachher gleich mal die ganzen Safe-Games rausknallen. Und hoffentlich nicht das jetzt vom aktuellen Spiel, das wäre doof. Lava, mach dich hier einen auf. Auf, Dings. Auf, als, tu nicht so, als würde es dir wehtun. Wo ging die Tür auf? Nein, dann mach's, wo ging die Tür? Ach, da. So, wir drücken RB und werfen es. Scheiße. Scheiße. Shit. Wir werfen irgendwie nicht weit genug. Och, komm schon. Kann man die Dinger eigentlich kaputt würgen? So, jetzt machen wir hier mal mit. Dings, jawoll. Perfekt. Das finde ich auch geil. Du kannst dich hier in dieser Ansicht sogar noch bewegen. Das ist echt nicht schlecht gemacht, also. Aber dass die Beine hier im Nirvana verschwinden, finde ich nicht gut. So, drüben. Perfekt. So, wir sammeln hier noch das Medikit auf. Weil eigentlich ist es ja bloß stinknormale, schnöde Medizin. Und jetzt muss ich gucken, wie wir hier wieder rauskamen. Walljump oder wo waren das? Das ist auch ein Feature, was wir eingebaut haben. Walljump hier, man hakt sich fest und dann bomb. Ah, das bringt uns gerade nicht weiter. Hm. Nee. Ich bin verwirrt. Oder einfach schnell genug hier durchspringen. Achso, einfach schnell genug durch. Das ist natürlich die einfachste Lösung. So, ich weiß gar nicht, ob 1 pro Kiste ausgereicht hat. Ne, ich glaube, es mussten 2 pro Kiste sein. Einfach ablegen, ne? Einfach ablegen. So, perfekt. So. Oh, wird die Zwischensequenz in dem Part noch schaffen? Na klar, schauen wir noch. Ich sagte ablegen, ablegen. Ich danke vielmals. Ich danke für Ihre Kooperationsfähigkeit. Bis Kraft. So, und wir öffnen die Tür. Jetzt. Was wieder eine Zwischensequenz zur Folge hat, oder? Nein, jetzt aber. Juhu. Na toll, kaputt die Macht. Thors Hammer Mjölnir konnte sogar Berge zermalmen. Aber was hat das alles mit Avalon zu tun? Oh! Hände auf den Kopf! Und umdrehen! Langsam! Ich nehme an, Sie sind unbestechlich. Richtig? Ich nehme an, Sie sind unbestechlich. Oh, sie haben mir was geklaut, die Säcke. Aber die Hand, finde ich, sieht besser aus als in... Ich erzähl gleich weiter. Toll! Lassen Sie uns hier drinnen verrotten. Verdammt!
Also die Handanimation sah gerade, finde ich, besser aus als in Mirror's Edge. Also die Hände in Mirror's Edge sind da teilweise so doof animiert. Ich finde hier wirklich kein Artefakt. Das ist schon seltsam. Na gut. Die Zeit ist abgelaufen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann versuchen wir, den Weg aus der Gruft zu finden. Ich bin Oliver3911, das ist Lara Croft, jetzt in neuer, toller Grafik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.